Alter, das ist ein großer Knochen. Ja. Wie du ihn in der Hose hast. Ja. Hallo, schöne Leute, und herzlich willkommen zu der geballten Ladung Inkompetenz zu Folge 6 in Minecraft fucking crazy. Für mich Folge 5, weil ich dumm bin. Aber dazu wann anders mehr. Florian, wie fühlt es sich an, die 6. Folge jetzt anzubrechen für dich? Sehr gut. Ja! Magst du mal zu mir kommen, Yannick? Nee. Doch. Nee. Bitte. Warte kurz, ich muss gerade ganz kurz noch meine Stone Traps Stairs. Ich komm zu dir hoch. Du hast ja auch hier im Wasserholz platziert. Du bist so ein. Och, Mann. Oh, dass er das sieht, ist auch ein bisschen belastend. Dick, was ist das denn hier für eine Dirt-Scheiße? Ach, Mann. Was? Ach, Mann, ich bin. Ich dachte, du baust schön. Weißt du, ich hab mir Yannick hier ausgesucht, weil er schön bauen kann. Danke. Bitte. Ja, du das Feld. Hier die Farm. So, ja, als kleine Randinfo. Das Feld fängt hier an und hört. Hier auf. Gesundheit. Bist du irgendwie, also, hast du irgendwie. Vielleicht noch hier. Kopf? Ja, so. Digga, du musst das die Scheiße abbauen und wieder platzieren, Digga. Imagine. Hey, ja. Ich bin dabei. Der hat Eier am Wandern, Digga. Der hat. Ich hab's. Verdient. So, du willst ja um die Farm weiterbauen, oder ja, was? Ja, das wird mein Projekt, dass ich die Farm mache. Du machst das Projekt, gut. Und meine Eisenrüstung schmeiße ich in den Müll. Tu ihr als Backup irgendwo in der Kiste, bitte, Bro. Hast du recht, Bro. Falls du irgendwie stirbst oder sonst was. Falls du irgendwie stirbst oder sonst was. Ja, das wäre jetzt auch geil gewesen. 3 Sekunden mit der Rüstung überlebt, direkt in Lava verbrannt, Digga. Ciao mit der. Das wäre so GG gewesen. Ich fände es auch ein bisschen lustig. Prinzipiell, ich hätte gern Villager. Ja, fühle ich. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Ich muss nochmal raus. Ich muss nochmal hoch. So, gut, ich lasse dich da mal mit deinem Bauvorhaben alleine, ne? Also wir waren, hier links war Ozean, das wissen wir, in die Richtung. Komm, wir gehen jetzt mal hier rechts. Und also, ich hätte gern ein Dorf und ein Outpost. Ja, was? Ich hätte gern ein fertiges Feld. Merkst du selber, oder? Ja, könnte ein bisschen dauern. Villager, wir können uns Sachen ertraden. Wir können Manning ist so der größte Punkt so. Ja. Dann könnten wir eine Eisenfarm bauen. Man könnte. Also erstmal einen Villager Breeder bauen, wenn man 2 Stück hätte. Wenn man 2 Stück hätte, ja. Und dann ist gut, dass du eine große Weizenfarm baust, oder was du auch immer baust. Ja, erstmal nur Weizen, ne? Ich könnte auch Karotten anpflanzen. Ja, 5 Stück, die du noch welche hast. Haben. So, wir tragen hier ganz viel Erde ab jetzt. Also das hier, was ich jetzt gerade mache, wird ein Projekt, was sich wahrscheinlich über die ein oder andere Folge zieht. Aber dafür sind wir hier. Ich weiß nicht, ob ich das als Erde lassen will, aber jetzt erstmal schon. So, dann kommt hier weiter Feld hin. Hier kommt der Weg, wo man langläuft. Dann mach ich doch den zuerst. Boah, sind hier viele Mähs. Mäh. Oh, ein Kindermäh. Ich lass dich am Leben, aber du hast keine Eltern. Okay. Oh, eine Mu. Oh, noch eine Mu. Ist auch ein Schweinchen. Oh, 2 Schweinchen. Oh, okay, ich habe von dem Schwein auch beide Elternteile gekillt und ist leider am Leben. So. Ich merke ein Muster an, ja. Das ja, ist auch schon. Nicht gut. Oh mein Gott. Oh, wo geht's denn hier rein? Okay, das war ein Creeper. Oh, ein Creeper in deinem Gesicht? In meinem Rücken. Warum sieht dieser Stern aus wie Vogelscheiße, Mann? Ey, nein. Ich hab die Diskussion schon vor ja, der Stein sieht aus wie Vogelscheiße. Sorry, aber Kai hat absolut recht. Alter, deine Mom sieht aus wie Vogelscheiße jetzt. Ja, ja, hast du recht, aber trotzdem reagiert jetzt nicht so offended. Das Ding ist einfach räudig. Also auf unserer Insel, da gibt's jetzt nur eine Richtung, wo ich nicht war. Die gehe ich jetzt noch abscouten. Komm, wir gehen nicht rüber. Wenn da kein Dorf ist, ist auf unserer Insel, das ist nämlich eine große Insel, kein Dorf. Okay.
Ich könnte anstatt hier rumzulaufen auch einfach mal so sinnvolle Dinge tun, wie eine Zuckerrohrfarm bauen oder so. Ja, kannst auch sein lassen. Also einfach zu wissen, ey, da ist ein Dorf. Kenn ich schon, um das Incense zu, also, ne, zu nutzen. Aber zu, einfach zu wissen, ey, du brauchst dir keinen Kopf, um Villager zu machen, die Priester sind da. Ich würde dann sagen, dass ich dann jetzt wieder nach Hause komme und dann alles vorbereite für eine Zuckerrohr. Das wäre krass. Wir haben ja Zuckerrohr. Wir haben Wasser. Ja, ich brauche Wasser, ich brauche Observer. Und ich brauche Pistons. Also das ist jetzt bei mir halt wirklich stumpfes Abgetrage hier. Ich werde stumpf diese Klötze hier abtragen. Das halt gehört dazu. Aua, gib mir noch einmal eine Schelle. Ich schell dich zurück nach... Ich schell dich zurück nach Neuseeland, klar. Ich würde gerne mal nach Neuseeland. Einmal durch Mittelerde reisen. Ich würde einmal gerne durch den Arschloch reisen. What the f***? So, da hätten wir fast die zweite... Ich habe mal kurz zum Frage, Janik. Fertig. Frag, Florian, frag. Wenn ich jetzt ungefähr keinen Plan mehr habe, wo zu Hause ist. Minus 100, minus 2100. Habe ich recht? Ja, habe ich. Auf minus 100 und minus 2100. Ich bin gleich tot, vor allem. Also dann bist du schneller daheim. So. Und das Ganze jetzt noch einmal. Ich mache hier eine Stufe hin. Oh, wow. Soll ich die Zuckerrohrfarm unten bei uns am Lager bauen? Wie du magst. Kannst du machen, ja. Wir können die ja, wenn die irgendwann nicht mehr passt, können wir die umsetzen. So ist es ja jetzt nicht. Also da bin ich recht flexibel. Ich könnte mir auch einfach mal eine Axt gönnen, ne? Aber ne. Jetzt baue ich dem seinen Scheiß hier ab. Danke, Brudi. Ja, stört mich scheiße. Tut mir leid, aber... Ja, das nächste Mal, wenn ich rausgegangen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Alter, dann... Also das wird echt anstrengend jetzt schon, ne? Was wird anstrengend, sorry, Bro? Das, alles gut, das Abtragen. Wird ein bisschen mühselig, aber auch das gehört dazu. Ja, ich Dulli war unterwegs, ne? Ich habe keinen Sand, aber ich hatte auch nicht. Stimmt, Sand wäre auch insane für Glas. Ja, ich brauche Sand für... Ja, für Sugarcane. Yes. Aber das kannst du auch auf Erde setzen, brauchst auch keinen Sand für. Ja, aber es ist produktiver auf Sand. Echt? Yes. Oh, das wusste ich nicht. Und auf dem Matt ist es noch besser. Das wusste ich auch nicht. So. Raus, okay. Hast du unseren kompletten Kabel gebrannt, Yannick? Brauchst du Kabel? Ich brauch Kabelstone, ja. Ja, komm rüber zu mir. Oh mein Gott, okay, ich lauf einmal durch, Digga. Digga, hast du es nicht aufsammelt? Das ist so gut. Mein Inventar ist voll. Was meinst du, das Ende seid, ne? Voll wenig Kabel. Ja, anderthalb, sechs Kabel, ein bisschen mehr, okay. Hast du noch mehr Kabel? Einfach ein, Digga, danke, Bro. Gerne, gerne. Was dagegen, wenn ich um die paar Bäume bei um das Loch herum abbaue, soll ich die... Die paar Bäume um das Loch herum? Boah, also ich fände das schon geil, wenn die bleiben würden. Also direkt am Loch lassen wir. Die ja, ja. Darum ist ja egal. Also direkt da drum würde ich auch lassen. Schon geil irgendwie. Quasi. Oh, hey. Ja. Also, zack, zack. Hier fängt dann das Feld an. Okay. Also, wir kümmern uns jetzt um Sand und Holz. Behalten wir die Regelung, dass man Bäume ganz abbaut? Ja, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das wäre genauso schlimm, wie wenn jemand irgendwie sich hochbauen würde und die Säulen einfach stehen lässt, wenn er wiederkommt. Keine Reaktion darauf. Okay, gut. Du siehst im Video. Also, ich dachte, du bist so konzentriert darauf, nee. Bäume abzubauen, weil das so eine schwierige Aufgabe ist. Meinst du, mein Gehirn hat nicht mehr Kapazität? Ja. Von anderen bin ich sowas echt gewohnt, aber von dir, Digga, bin schon schwer enttäuscht. Man merkt halt, dass du dich verändert hast. Ja. Digga, warum finde ich hier nur Löcher? Digga, was ist das für ein Biom, wir hier sind? Ist es hier dann zu dunkel? Ah, oh, hier könnte es dunkel sein schon, okay. Dann kommen hier die Fackeln hin. Dann geht das mit dem Licht, jawohl. Armadillo ist voll die Gangster. Mit denen kann man echt viel machen scheinbar. Also, ja, eigentlich nicht so.
Aber also die XP-Farm ist gleichzeitig auch eine Slime-Farm. Junge. Prinzipiell, wir brauchen nur zwei Stück. Zwei Amadeus, dann können wir die vermehren. Ich weiß noch nicht, womit man die vermehrt. Ah doch, mit Spinnenaugen. Ah ja. Doch, mit Spinnenaugen vermehrt man die. Digga, hab ich doch gesagt, du Wichser. Hä? Ja, mit Spinnenaugen, Florian. Der ist mir auch ein bisschen zu dumm, mit dir zu reden. Ich gehe gleich vor mir, Digga. So, wir haben alles gefunden, alles gefarmt, was wir brauchen. Und dann können wir gleich anfangen schon mal. Oder können wir und dann können wir gleich anfangen schon mal. Einfach mal leise sein. Digga. Und ich frag mich, warum ich das hier mache, Digga. Ich krieg nicht mal Geld dafür. Ah, nein. Ist schon alles gut so. Ich finde das wundervoll, das Projekt. Same. Das ist einfach. Also, es ist einfach. Dies Entspannte. Digga, jetzt wäre von den anderen schon dreimal gekommen. Wir klatschen, wir müssen wie behinderte rum. Ja, Digga, lass doch mal den Enderdrake klatschen jetzt. Ja, komm, lass uns mal mit den Enderdrake klatschen, bitte. Sag mal, mein wie Leben geht denn das? Ohne Lydra ist Minecraft einfach aber keinen Sinn. Das ist aber ein bisschen zu weit, oder? Was ich hier jetzt gebuddelt hab. Boah. Oh ne, das könnte nicht zu weit gewesen sein. Ne, ist nicht zu weit, aber vielleicht zu weit innen. Da ist unser Loch, da ist unser Loch. Mach ein Loch. Nein, das schneide ich nicht nochmal rein. Das habe ich einmal reingeschnitten, das reicht, Florian. Alter. Wow, 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 wow. Hier links höre ich Regen. Nicht, dass ich mich jetzt genau dran vorbeibuddel. Warte mal, ich gehe hin und baue das um, ne? Wenn das heißt, ich habe mich exakt dran vorbeigebuddelt. Wobei, ne. Ja, okay. Dann ein bisschen Sugarcane. Zwei hoch, drei hoch. Meine Kamera ist ausgegangen. Das ist gut. Warum ist dein Kamera aus? Weiß ich nicht, aber wir haben jetzt eh die halbe Stunde voll, deswegen sage ich jetzt einfach kackendreist. Wenn dir der Spaß gefallen hat hier, dann schau auch mal beim Flo vorbei. Wenn dir der Spaß nicht gefallen hat... Kurze Frage, sorry. Ja? Du siehst, wo ich stehe, oder? Also andere Seite von dir. Fein damit, wenn da die Zuckerrohrfarm entsteht, dann haben wir da Weizenfarm und Zuckerrohrfarm hier oben auf der Tattoo. Ja. Ich will aus der Säule eine richtige Säule machen, übrigens, die jetzt vor dir ist. Hier sind drei Säulen. Ja, nee. Also aus Basically aus allen mache ich eine richtige Säule. Lass auch innen drin noch so ein paar Säulen nach oben ziehen, weil irgendwie das schwimmt noch so halb in der Luft, da wo ich du gerade bist. Ich bin auch für so ein paar, ja. Ich will hier auch eine Brücke rüber machen, bis nach ganz drüben. So, dass einfach so eine Brücke quer durchs Dings geht. Aber ein schön. Die Brücke soll schon nice aussehen. Ja, aber die braucht ja auch ein bisschen Standhaftigkeit, ne? Ja, ja. Du musst auch mit Säulen arbeiten. Du kannst ja hier zum Beispiel... Hier kannst du. Ja. Und da hinten ist ja auch noch ein bisschen Plateau. Kriegen wir schon irgendwie hin. Alright, okay, gut. Dann. Tschüss.